Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Oder keine Ahnung, was wir hier tun. Ich würde jetzt. Genau. Aha. Ja, komm raus, komm raus, komm raus. Danke. Nochmal schnell zum Händler fahren. Das eine Zeug da verkaufen. Und dann noch ein bisschen durch die Weltgeschichte looten, in der Hoffnung, dass wir vielleicht den einen oder anderen Motor noch kriegen. Vielleicht sogar einen Schraubenschlüssel, ohne die Werkbank zu bauen. Ansonsten müssen wir so langsam echt mal Hackengas geben. Also ich gebe mir noch Zeit bis zum 11. Tag. Nee, nicht bis zum 11., bis zum 10. vielleicht nur, weil dann müssen wir schon aufrüsten. Meds, Drugs, Darf ich dein Foods. Inventar? I've got it all. Ah. Okay, wenn du alles hast, dann nehme ich auch alles. Das verkaufen wir mal. Das I hope you gibt get keinen feeling Preis. better. Ja, feeling better ist immer gut. So. Diese Tors da rein. Weil wir brauchen ja Zement und alles drum und dran. Das nehmen wir ja alles easy peasy mit. Und der droppt jetzt auch was Schönes. Dann droppt halt. So, also wenn wir jetzt im nächsten Haus, sage ich mal, keinen Schraubenschlüssel oder sowas finden, dann würde ich schon fast hingehen und ja, viel Ressourcenfarmen mit, also erstmal mit Stein und alles drum und dran, weil das wäre dann das notwendige Übel, wo wir leider durch müssen. Aber hier gibt es ja genug große Steine, die man so erstmal ohne in den ohne erstmal absteigen zu müssen in irgendeine Höhle, die ich besorgen kann. Genauso wie da hinten den großen. Mal gucken, es wäre auch echt geil, so langsam mal so Zeug zu finden wie, wie heißt es noch? Ja, Kettensäge und sowas, was das Ganze noch natürlich nochmal schneller macht. So, ich glaube, hier oben bei dem Haus waren wir. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Hey, fahr doch weiter. Nur weil ich auf die Karte gucke, heißt das nicht, dass du aufhören sollst zu radeln. So, haben wir das Auto schon mal aufgemacht? Nein, das ist noch unberührt. Hallo. Habe ich denn jetzt eingehauen, dass ich das bekommen habe? Ah ja. So, ich schätze mal, dass ich diese Häuserreihe halt noch nicht hatte. Ein unberührter Briefkasten. Oh, Scope. Kennen wir schon. Irgendwas trotzdem nochmal bei. So, ich bin auch froh, dass wir in der letzten Folge den erwähnten Umzug schon geschafft haben. Wir haben jetzt Osterwochenende, heißt, gut, ich hatte auch Urlaub gehabt, eben zwecks den zwecks des Umzuges. Ah, hier ist ein Geheimnis, okay. Zwecks des Umzuges hatte ich natürlich Urlaub genommen. Hallo, danke. Und ja, jetzt am Osterwochenende natürlich dann noch ein verlängertes Wochenende. Ich müsste eigentlich Montag wieder arbeiten, aber bei Ostermontag fällt das flach. Gott sei Dank. Also ich arbeite gerne, aber jetzt so nach dem Umzug und allem drum und dran bin ich doch schon ganz froh, dass jetzt etwas ruhiger wird und alles drum und dran. Sollten wir hier schon runterspringen? Ich glaube nicht. Liegt hier vielleicht irgendwas drauf? Nein, aber da kommt man da irgendwie rauf. Ah, von hier. Gucken, ob hier irgendwas drin ist. Nee, ich würde sagen, nein. Ah, geil.
komplettes Sofa mitgenommen für 8 Leder. So, dann gehen wir doch mal wieder ins Haus rein. So, auf jeden Fall. Ja, ich bin froh, dass dann das Wochenende noch was ruhiger für mich ist. Was man ruhig nennen kann, wenn man es schon wieder anfängt aufzunehmen. Aber ich möchte ja nichts verpassen. Beziehungsweise bin ich auch froh, dass ich jetzt wieder ein bisschen was machen kann. Weil durch das Nicht-Internet haben und das Tolle von Vodafone, dass man da noch nicht mal, so wie bei O2 zum Beispiel, für Monaten unlimited Datenvolumen bestellen kann, bin ich internetmäßig schon sehr eingeschränkt gerade. Ich musste mir gerade eben schon wieder 1 GB dazu buchen für Vodafone, damit ich wenigstens in Monster Super League reinkomme und sowas. Also schon. Würde ich sagen, ja, sorry, aber recht armselig, Vodafone. Internet werde ich dann auch nicht über Vodafone haben. Da soll dann Glasfaser kommen. Hallo. Kommen Sie und gehen Sie. Und dann geht das, also ich sag mal, zum Stream brauche ich es auf jeden Fall, jetzt zum irgendwas runterladen oder so eigentlich weniger. Aber da habe ich dann eher daran gedacht, dass, wenn ich ja jetzt auf jeden Fall auch öfters wieder streamen möchte, hoffentlich schon am Machen bin, brauche ich besseres Internet. Und das von Vodafone mit diesem Kabel übernommen von Unity Media, sorry, aber nein, sorry. Also das ist nichts, was ich weiterempfehlen würde. Vodafone hat mir auch eine Anfrage gestellt, dass ich ihm beantworte, warum ich mein Abonnement bei ihnen gekündigt habe. Dies habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, werde ich auch nicht tun, weil sämtliche Fehlereingestehungen werden sie wahrscheinlich nicht hinnehmen. Na klar, es war da, aber es war halt nicht treu. Stellenweise, wenn ich streamen wollte, ist dann die Leitung sowas von eingekackt. Sorry für den Fachausdruck. Aber das war schon nicht toll. Ich hoffe, dass das hier dann mit Glasfaser anders ist. Wenn nicht, dann nennt man das Ganze Karma. Weil ich jetzt so davon so niedergemacht habe. Aber dann muss ich sagen, dann verlasse ich mich weiterhin auf meine YouTube-Karriere. Wenn man das schon Karriere nennen kann. Ich bin ja viel am Hochladen, da ist und dann. Da kann man zum Beispiel nicht meckern. Klar, WoW ist jetzt die letzte Zeit auch wieder am Schleifen gewesen. Das liegt aber daran, dass ich halt nicht online spielen kann, um aufzunehmen. Ich verpasse gerade auch Gott sei Dank nicht so viel. War das jetzt die Tür von hinten? Ich mach's einfach mal auf. Ah ja, das war die Tür. Hier waren wir, glaube ich, schon durch die Küche komplett durch. Ja. Da geht es nochmal rauf. Da müssen wir uns aber durchschauen. Ach, von da könnte. In den Sack, du Sack. Kann ich auch da drüber? Ja, ich kann auch da drüber. Da muss ich mir nicht die Mühe machen, dass hier alles kaputt hauen. Da ist einer drin. Da ist keiner drin. Da ist einer drin.
wieder nichts. Ja, aber wie gesagt, wir hoffen, dass Karma uns nicht einholt und wir hier ganz lässig, cooles, tolles Internet haben. Was machst du? Bist du eine Gräberin? So, wir gucken jetzt erst hier hin. Ja. Umzug ist halt auch alles soweit super verlaufen, Gott sei Dank. Also, da kann ich mich auf meinen Stiefvater sehr gut verlassen. Das hat alles super funktioniert. Und ja, und jetzt warten wir halt nur. Beziehungsweise, ich kann ihn Gott sei Dank aufnehmen. Gott sei Dank kann man Steam auch im Offline-Modus bedienen. Warum lebt ihr alle? Okay, schade, da ist nichts hinter. Huh. Da kommt gleich wieder einer ins Haus geschlichen. Das zerlegen wir mal. Das futtern wir erstmal. Das benutzen wir auch direkt. Dann können wir hier die Dosen nämlich auch zerlegen. Hey, dann braucht keine Sau. Weiß ich gar nicht, bringt das mehr? Steht da auch, dass es mehr gibt? Gegenstände aus Messing können in deinem Rucksack zerlegt werden, um Messingstücke zu erhalten. Wir können auch in der Schmiede eingeschmolzen werden, um den Rohstoff selbst zu erhalten. Unberührt. Kennen wir. Achso, ich wollte jetzt eigentlich anziehen. Was brauchen wir denn nicht? Das können wir noch zerlegen. Da kann ich nicht mehr viel reintun, ne? Nee. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt geklappt hätte. Das kann man noch rausschmeißen. Komm, versuchen wir es wenigstens mal. Wow, in einem Ruck durch. Und dann Patronengurt. Leider 15% schneller nach. Effekt ist nicht stapelbar, aber kann in jeder Brustpanzerung oder Beinschienen eingebaut werden. So. Hier sind noch Stufe 2. Ah, ich muss mal eben zum Fahrrad runter, weil sonst wird das nix. Hier einmal drüber, hier einmal raus und mal gucken, wer da Radar alle macht. Hallo. Und tschüss. So schnell geht das. So, wir wollen nämlich das Holz ablegen. Wir wollen den Zement ablegen. Das legen wir ab. Das legen wir ab. Das Messing so legen wir, glaube ich, auch mal ab. Die Batterie und hier die Teile. Will ich mal gerade gucken. In der Brustpanzerung besteht sowas schon. Also kann ich das reinlassen. Das wollen wir verändern, weil wir die rausnehmen wollen. Nein, nicht zählt. Oh. Das wollte ich zerlegen. Das kann ich auch fallen lassen. So, was kann ich denn dann jetzt in die. Nein, in die Show packen? Verändern. Das auf jeden Fall. Ja. Das packen wir mal dahin.
Dann würde ich sagen, radeln wir zum nächsten Häuschen, was sich hier gerade so schön anbietet. Kurz geleckt. Hier vorne ist Honig drin. Hab doch gesagt, hier ist kein Honig drin. So, Schraubenschlüssel, bitte gib mir einen Schraubenschlüssel. Ah, nochmal so ein Messbecher. Papier, ein Ding. Okay, das scheint mir ein notdürftiges Krankenhaus zu sein. Wo ist denn der jetzt durchgebrochen? Der ist da durchgebrochen. War eigentlich. Hab ich noch einen lauteren gehört? Ach komm, geh doch auf Zerlegen, mein Gott. Da waren die Finger nicht schnell genug auf Zerlegen. So, die brauchen wir eigentlich erstmal auch nicht. Aha. Versiegelt. Jetzt nicht mehr. Nein! Boah, Glück gehabt, ey. Wie steht das denn um meine Mütze? Hat das da schon drin? Können wir den nehmen? Den können wir rausschmeißen. Das können wir zerlegen. Knochen brauchen wir gerade nicht. Hopfensamen brauchen wir gerade nicht mitnehmen. Das würde ich gerne mitnehmen. Magnum-Munition brauchen wir gerade nicht. Das können wir zerlegen. Medizin. Da ist Honig jetzt. Was brauchen wir denn gerade nicht? Maismehl brauchen wir gerade nicht. Das können wir auch zerlegen. Das sind Antibiotika. Komm, trink mal das mal. Nehmen wir die mit. Hier oben ist nichts mehr. Was kann man noch zerlegen? Bin ich froh, wenn wir dann später das Auto haben. So, zerlegen, zerlegen. Sind wir noch Öl? Ja, ich komme gleich. Wie? Ich komme nicht gleich wieder. Ich muss ja so zerlegen, anders geht das nicht. Kann ich noch zerlegen, mitnehmen. Na, wo kommen wir denn hier raus? Hier kommen wir raus. Oh, es regnet nicht mehr, sehr schön. So, dann verstauen wir mal wieder ein paar Sachen. Dann zerlegen wir das auch und packen das mit da rein.
Und würde ich sagen, looten wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.